Ja, dann darf ich euch alle zur Pressekonferenz begrüßen vor dem Regionalliga-Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen am Samstag. Darf, bevor wir auf das Spiel kommen, noch mal kurz auf unseren Vorverkauf eingehen zum Niederrhein-Pokalfinale. Die Dauerkarteninhaber daran erinnern, dass ihre Reservierungsfrist mit dem Freitag eben abläuft. Wer da also noch Interesse an der Karte hat, sollte sich die bis Freitag sichern. Genau, im Anschluss kommt dann eben der Vorverkauf für die Mitglieder, das haben wir ja kommuniziert, und einen freien Verkauf wird es definitiv auch geben, wann der beginnt und wie der dann konkret abläuft. Da kommen dann noch weitere Infos. Gut, dann kommen wir jetzt zum Spiel am Samstag gegen Oberhausen und fangen wie immer mit der Personalsituation an. Ja, personell sieht so aus, dass Benny Bayer auf jeden Fall gesperrt ist mit der 5. gelben Karte, dass Patrick Huckler auf jeden Fall ausfällt mit einem Muskelfaserriss in der Wade und dass Jeffrey Obst auch ausfallen wird. Ich denke, der wird diese Saison leider kein Spiel mehr machen. Der hat irgendwie Teilabriss der Bauch und der Bauchmuskulatur irgendwas. Der fällt auf jeden Fall auch aus, das hört sich nicht so gut an. Ja, dafür war die Woche wieder Timo Becker im Training, der 3-4 Wochen ausgefallen ist mit einem Faserriss. Und ansonsten, ja, außer den ein, zwei Langzeitverletzten noch, war alles andere im Training. Dann zu euren Fragen. Zum Gegner selbst. Oberhausen gestern beobachtet, die Gelegenheit genutzt, ging das irgendwie zeitlich? Ich habe sie persönlich nicht gesehen. Wir haben sie aber logischerweise beobachten lassen. Ich habe sie Samstag in Lotte gesehen. Was jetzt für eine Beobachtung da nicht so aussagekräftig war, wenn sie eben nach 25, 30 Minuten rote Karte haben und 10 Mal gespielt haben. Unabhängig davon haben sie, denke ich, da ein recht gutes Spiel gemacht gegen Tabellenführer. Haben sehr gut angefangen, hatten noch ein, zwei Möglichkeiten, um sogar in Führung zu gehen. Nachher war es dann eben schwierig, mit 10 Mann den Rückstand aufzuholen. Ja, und gestern haben sie recht sicher 3-0 gewonnen, Pflichtaufgabe erledigt, haben davor auch selber 3-0 geschlagen. Nachdem sie im DFB-Pokal oder im Niederrhein-Pokal ausgeschieden sind, im Halbfinale daneben auch so zurückzukommen. Kurze Zeit danach, denke ich, spricht für den Charakter der Mannschaft. Ich kenne den Trainer ganz gut, weil ich anderthalb Jahre, zwei Jahre mit ihm gespielt habe. Deshalb weiß ich, dass wie er als Spieler war, dass die Oberhausen als Mannschaft ähnlich sind, dass sie schon immer Charakter beweisen und Gas geben. Und ich denke, bei dem Derby am Samstag muss man keinen nicht noch zusätzlich motivieren und sagen, so jetzt lauf mal, gib mal Gas. Ich glaube, das werden alle 22, die da auf dem Platz stehen, machen. Und ich hoffe, es wird ein interessantes, intensives und hoffentlich für uns ein erfolgreiches Spiel. Vielleicht lockt das schöne Wetter ja noch den einen oder anderen. Ja, bestimmt. Der Obst, hat er sich das im Training zugezogen? Nein, im Spiel. Der ist ja im Spiel gegen Felbert. Musste ja nach 5 Minuten raus. Okay. Und da ist ganz einfach passiert. Und es war auch schon von vornherein ersichtlich, dass es, denke ich, keine so leichte Sache ist, weil wenn jemand nach 5 Minuten rausgeht, dann weiß man eigentlich Bescheid. Weitere Fragen? Entschuldigung, rein rechnerisch fehlt also noch ein Dreier. Der sollte dann möglichst so früh wie möglich geholt werden, oder? Also gesamt Samstag. Ja, das wäre schön. Das sehe ich genauso. Ich glaube, ja, wir tun gut daran, nicht nur zu denken, wir werden durch, sondern rein rechnerisch, nicht nur rein rechnerisch, sondern auch sonst brauchen wir noch Punkte. Je früher wir die holen, desto besser. Und am Samstag bietet uns eben sich die erste Gelegenheit, 3 Punkte zu holen. Und dafür werden wir alles tun, dass wir das auch hinkriegen. Und ich denke,
wie eben schon mal gesagt, dass es ja auch ein Derby ist. Ein sehr interessantes Spiel und ja, deshalb wäre es umso schöner, wenn wir es dahin kriegen. Und je früher, desto besser. Unabhängig davon haben wir noch 3 Spiele. Also wir sollten da auch nicht überdrehen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, gucken wir erstmal noch aus. Ich war jetzt nicht, weil ich leider schon verpasst habe, es tut mir furchtbar leid, es war recht viel Verkehr. Aber vielleicht einfach mal die Frage, Sie haben es ja gerade auch gesagt, es ist ein Derby. Wie wichtig ist es vielleicht auch eben in so einem Spiel jetzt einen Sieg zu holen, wenn man die Saison halt sieht von Essen, ja, dann vielleicht auch im Oberhaupt mit einem Sieg, ja, einfach auch nochmal einen wichtigen Schritt emotional zu machen? Ja, ich glaube, ich weiß, dass das Derbys für Fans, glaube ich, eine größere Bedeutung haben als manchmal für Spieler selber. Für die Spieler selber geht es um Sieg, geht es um 3 Punkte. Für die Fans geht es manchmal dann doch um mehr bei einem Derby. Ja, von daher wäre es eben sehr schön, wenn wir den Fans zumindest was zurückgeben können. Gerade in letzter Zeit, glaube ich, war die Unterstützung in den Heimspielen, aber auch auswärts in Aalen und in Schalke sensationell. Und da ist jetzt, glaube ich, eine gute Gelegenheit. Und da denke ich davon und weiß ich, dass die Jungs das Spiel sowieso gewinnen wollen. Wie gesagt, deshalb ist auch nochmal wichtig, da schon auch mit heißem Herz bei der Sache zu sein, aber schon auch immer mit kühlem Kopf. Und das wird auch sehr wichtig sein. Ich glaube, das war die Überschrift. Ne? Heißes Herz und Kinderkopf. Ja, vielleicht daran anschließend so eine Frage. Was haben Sie festgestellt, inwiefern sich vielleicht so stimmungsmäßig auch ein bisschen was verändert hat, als Sie jetzt hier übernommen haben in den letzten Wochen? Bei der Mannschaft oder insgesamt? Vielleicht bei beiden. Gut, Mannschaft kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie die Stimmung vorher war. Deshalb kann ich dazu nichts sagen. Und abhängig davon habe ich vom ersten Tag angemerkt, dass die Stimmung, ich sage jetzt schon, angespannt war aufgrund der Situation, aber die Stimmung nicht schlecht war, also zumindest innerhalb der Mannschaft, was auch sehr wichtig war. Ja, in dem Umfeld kriege ich nicht ganz so viel mit, also ich stehe auf dem Trainingsplatz und stehe beim Spieler in der Linie, unabhängig davon, glaube ich, dass die Leute, die im Stadion waren, sehr gerne hier im Stadion waren bei den 2 Heimspielen, zumal wir beide auch gewonnen haben. Und das ist für mich eben das Entscheidende. Ja. Und ich glaube, letztendlich regulieren sich viele Dinge über die Leistung der Mannschaft, über Siege, über Punkte. Und dann ist das Umfeld auch, wie soll ich sagen, anders gestimmt, was auch völlig normal ist. Ja, ich wollte da anschließen, weil der Wachenswelt war die Unterstützung sehr gut. Davor war immer mal wieder das auch. Ja, ich glaube, die Situation, klar, der bisherige Saisonverlauf, oder zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gekommen bin, war logischerweise, glaube ich, für alle sehr enttäuschend. Unabhängig davon hat sich das natürlich dann ein bisschen gedreht, weil es letztendlich nur darum ging, oder es geht nach wie vor darum, dass wir in der Klasse bleiben. Und das steht überall. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, ich glaube, dass man eigentlich fast alle Leute begriffen, dass es so ist und dass die Mannschaft da eben die Unterstützung braucht, um dieses hinzukriegen. Und ich glaube, das war ganz wichtig, dass mehr oder weniger alle Fans oder alle, die mit Rot-Weiß Essen sympathisieren, das gemerkt haben und auch wir die Unterstützung nicht nur gebraucht haben, sondern auch gemerkt haben. Und deswegen. Gibt es sonst noch Fragen? Keine mehr? Dann danke ich euch fürs Kommen und wir sehen uns hier am Samstag. Ja.